Herzlich willkommen, Melanie, auch 28. Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend, Melanie. Mein Thema ist, oder was heißt mein Thema? Das Thema ist einer Beziehung ist eigentlich kontinuierlich Schlaf. Das Thema deiner Beziehung? Ja, richtig. Warum? Ja, das fing ursprünglich damit an, dass mein Freund Nachtschicht arbeitete und ich eben ganz normal tagsüber. Das haben wir dann auch in den Griff bekommen. Und das nächste war, der schnarchte ganz fürchterlich. Oh. Und zwar in einer Lautstärke, dass sich wirklich Fenster nach außen wölben. Also ich habe mir das wirklich so vorgestellt. Das war wahnsinnig laut. Und naja, auf jeden Fall hat mich das wirklich monatelang um den Schlaf gebracht. Und irgendwann wurde ich nachts also mal wach, weil er wirklich wieder so fürchterlich schnarchte. Und es kam ein ganz lauter Schnarcher und dann kam nichts mehr. Und ist er gestorben? Nein, der ist nicht gestorben, aber ich stand dann irgendwann mal senkrecht im Bett und habe den gerüttelt. Und dann atmete er also so wirklich ganz, ganz tief ein und zog so Luft. Und naja, auf jeden Fall haben wir dann beschlossen, das mal medizinisch behandeln zu lassen. Allerdings auch, ja, wie du es jetzt beschrieben hast. Richtig, ja. Und dann stellte sich also heraus, dass er an Schlafapnoe leidet. Wie nennt man das, Schlaf? Apnoe. Apnoe. Ja, das wird mit OE am Ende geschrieben. Was genau bedeutet das? Ja, das bedeutet im Prinzip, dass Menschen, die an dieser Krankheit leiden, nachts Atemstillstände haben, die sie selber dann natürlich nicht mitbekommen. Ich habe das gerade so scherzhaft gesagt. Da kann man dran sterben, wirklich, ne? Ja, ich habe das auch gedacht. Also wir haben mit mehreren Ärzten gesprochen und man hat uns also gesagt, es birgt natürlich ein gewisses Risiko, weil man natürlich unterversorgt mit Sauerstoff ist. Aber man erstickt daran nicht, weil der Körper man wird vorher wach. Das heißt, ersticken wäre ja dann in dem Fall ein Kampf und davon würde man wach werden. Ja. Aber es ist natürlich fürchterlich erschreckend. Und ja klar, Schlafapnoe hat er. Was macht man jetzt dagegen? Was macht man dagegen? Also es folgten dann eine Reihe von Untersuchungen und man musste dazu unheimlich vielen Ärzten und da musste der also auch 2 Tage in ein Schlaflabor. Das heißt, man wird da nachts verkabelt und dann wird der Schlaf aufgezeichnet. Könnte ich kein Auge zumachen? Ja, das haben wir uns vorher auch überlegt. Aber das funktioniert also ganz gut. Man bekommt da also auch ein gewisses Medikament. Ach so, die pumpen einem da ein Schlafmittel ein. Ja, ich weiß nicht genau, aber es ist irgendetwas, was dann diese normale Körperfunktion nicht beeinträchtigt. Weil das sollte natürlich schon möglichst authentisch sein. Und und es funktioniert also. Und während des Schlafes in diesem Labor werden dann eben Gehirnströme und EKG und so weiter gemacht. Und und behandelt werden kann das eigentlich nur, wenn organische Sachen ausgeschlossen werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine krumme Nasenscheidewand hat oder sowas. Das könnte man ja operativ ändern. Sind denn die organischen Dinge ausgeschlossen bei deinem Freund? Soweit. Also das, was in irgendeiner Form operativ zu regeln wäre, ist ausgeschlossen. So, das ist ausgeschlossen. Und was macht man jetzt weiter? Ja, und jetzt haben wir im Schlafzimmer einen riesen Apparat stehen. Oh. Und dann ist eine Sauerstoffmaske angeschlossen. Das habe ich im Fernsehen schon mal gesehen. Wie erotisch. Ja, das ist hocherotisch. Jetzt liegt dein Freund, dein Mann mit... Im Prinzip müsste der sich also wirklich abends diese Maske umschnallen und dann damit schlafen. Tut das denn nicht? Na klar, die erste Woche hat er es natürlich getan. Und dann irgendwann hat er gesagt, er könnte damit also nicht schlafen. Und da er das natürlich auch nicht jede Nacht hat, meinte er dann, es wäre völlig ausreichend, wenn er dann merkt, er hätte irgendwas, wenn er das dann auch... Ich meine, du kannst ja, wenn es zu krass wird, ihm die Sauerstoffmaske einfach auf die Nase stülpen in der Nacht. Ja, das ist ganz prima. Und das Problem an der Sache ist nur, früher konnte ich nicht schlafen, weil er so geschnarcht hat. Ja. Und heute kann ich nicht schlafen, weil ich Angst habe, dass er keine Luft bekommt. Ja. Ist denn diese Maschine wenigstens ganz ruhig oder rattert die noch, wenn die... Ja, das surrt. Das surrt auch natürlich, noch? Natürlich, mein Gott. Bisschen. Das ist also ganz... ganz super und ich komme also mittlerweile mit 4 oder 5 Stunden Schlaf aus. Du Arme. Und also du kommst wirklich aus oder du kommst nur auf 4 bis 5 Stunden Schlaf? Ja, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ich glaube ja, dass man sich da nicht dran gewöhnen kann. Ich glaube, dass jeder Mensch so ein bestimmtes Kontingent an Schlafvolumen braucht. Und wenn er es nicht kriegt, dann ist er einfach nicht fit und in Ordnung. Ich glaube, also ich kann es mir nicht ab- oder umtrainieren. Ich kann es einfach nicht. Ich gebe es auf jetzt mittlerweile. Also ich habe irgendwann mal gesagt, wir müssen da
mal was dran ändern und das kann einfach gar nicht so weitergehen. Mhm. Und das, also, aber. Also eigentlich müsste er doch wieder, um auch ein bisschen Rücksicht auf dich zu nehmen, doch wieder diese Maske aufziehen. Doch, natürlich, klar. Dann bist du die Sorge los und du solltest dir vielleicht mit sowas schlafe ich auch, solche Ohrstöpseln reintun, dann hörst du das Surren nicht von der Maschine. Ja, ich bin immer etwas panisch. Also ich habe jetzt wirklich Angst, wenn er neben mir liegt. Ich werde also mehrmals nachts wach und höre dann, wie er atmet oder ob er atmet. Mhm. Und ich weiß nicht, also mittlerweile ist das wirklich zur fixen Idee geworden. Mein Gott, wie alt ist er? 30. 30, also ihr seid blutjunge Leute. Wie soll denn das weitergehen? Das ist eine berechtigte Frage. Die nächsten 30 Jahre richte dich darauf ein. Genau, also wenn ich abends ins Schlafzimmer komme, dann sieht das so aus, als ob ich da einen Schwerstpflegefall habe. Das ist also ein völlig netter, junger, vernünftiger und mobiler junger Mann. Ich wünsche euch, dass er das irgendwie jetzt in den Griff bekommt, dass du auch ein bisschen sorgloser schlafen kannst. Ja, im Prinzip ein zweites Schlafzimmer. Wir haben schon mal überlegt, ob wir nicht irgendwie so ein Babyfon oder sowas anschauen. Ja, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, ein zweites Schlafzimmer. Dann wirklich in einem anderen Zimmer. Ja, das wäre bestimmt die beste Lösung, bestimmt, ja. Das Problem ist nur, das geht an, wenn ein Geräusch da ist und wenn er anfängt zu schnarchen. Dann hast du das Babyfon am Piepsen. Die ganze Nacht das Babyfon. Ne? Oh je, schläft er gerade? Nein, der arbeitet heute nicht. Dann grüße ihn herzlich von mir. Werde ich tun. Tschüss, Melanie. Tschüss. Jetzt kommt